dass man da nicht hochkommt. Ich konnte immerhin die Platte da. Wir können fliegen. Okay, ich muss es nur schaffen. Halbwegs vernünftig. Irgendwo da drauf zu landen. Und nicht zu sterben. Das Fliegen ist nicht so einfach. Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt gestorben. Muss ich die Telekinese so nochmal bringen? Würde ich wahrscheinlich eh nur zum Runterlaufen. Die Platte liegt da noch. Weil hochspringen ist ja da nicht. Ich probiere es nochmal mit dem Fliegen. Ich muss besser aufpassen. Danke. Am Ende muss man gar nicht hochfliegen, aber ist vielleicht am Ende einfacher, wie jetzt versuchen, da irgendwie hochzuklettern. Okay, ich brauche nochmal einen Vogel. Vögelchen! Platz. Okay, geschafft. Das ist jetzt enttäuschend. Ich dachte hier wäre. Oh, Cutscene. Unsere Mutti. Jetzt bin ich nur wegen der Katze hier hochgeflogen. Ich dachte, hier wäre was. Wieso ist der Bau hier so? Was soll das? Das ist nicht nett. Bin ich enttäuscht. Jetzt muss ich zurückspringen. Und einfach runterspringen und sterben. Egal. Okay, oder einfach nicht springen. Ah ne, okay, ich muss dann da runter. Soll die richtigen Tasten drücken. Ich sollte vielleicht langsam laufen. Das ist doof. Wir gehen mal ins Achievement, wie viel sterben. Das ist halt echt doof. Kann ich da drauf? Nö. Ich muss darüber. Okay. Der kleine Knöps kann schon ganz schön weit springen, aber ich weiß nicht, das sieht irgendwie noch doch zu weit aus noch. Speed und. Ah, geschafft. Von hier kann ich jetzt aber runter, ohne zu sterben. Okay. War enttäuschend. Aber wir wissen jetzt schon mal den ersten Teil des Satzes, den wir übersetzen müssen. Eigentlich weiß ich ihn ja schon, aber wir müssen ihn übersetzt kriegen, dass wir ihn auch tatsächlich im Spiel wissen, was ein bisschen doof ist. Das heißt, haben wir in die Schule. Schule, Schule, Schule. Wo war die denn? Schule. Da. Und wir müssen auch noch mal gucken, was mit der Verbrecherin ist im Motel. Aber erstmal Schule. Na, erstmal das. Oh, hi there. Is there something I can help Ja. Damit. There's no school today, you know. You get to prepare for Halloween this Kannst du mir year. das übersetzen? What do we have here?
That's a sentence on a different language. Ja, Latein. Maybe Latin? Ja. You know what it says? Deswegen habe ich dich gefragt. Oh, I see. You probably wanted to translate it for you. Well, honey, I'm sorry, but this school really doesn't have anything that advanced to help us translate it. Your old house used to have a marvelous library filled with books like these. Too bad it burned down. Actually, I can tell you what some of it means. Ah. If I remember my Latin lessons correctly, the end means something like, who are his? Qui sunt ies? Yes, something like that, I think. Sorry, honey, I can't help you more. Have you checked the church? There could be some Latin books there. Das habe ich ja eigentlich schon übersetzt im letzten Teil. Aber egal. Nee, muss ich das nochmal machen? Nee, eigentlich nicht. Ich probiere es einfach mal. Ich habe ja eigentlich theoretisch alles notiert. In meinem Notizbuch. Wo war seine Bücherei? Okay, vielleicht funktioniert es jetzt einfach. Der Herr, das war hier, glaube ich, irgendwo. Der Herr, ziehen. Dann wird. Erkennen, nein. Nein. Designen. Erkennen. Und das letzte. Töte sie. Ja, aber was passiert jetzt? Es hat anscheinend nicht funktioniert. Aber das habe ich doch schon in der Kirche. Muss ich nochmal in die Kirche gehen, um mir das zu sagen? Kill them all. Ah, es waren ja nur die. Ist hier noch ein? Erkennen. Wird. Der Herr. Töte sie. Alle fehlt. Ich brauche irgendwas mit alle. Info von deinem Großvater, wo ist er doch? Kannten einander anscheinend. Ja, das hat man glaube ich schon geklärt, dass die zwei sich anscheinend doch ein bisschen mehr als nur gerne hatte. Aber was hilft mir das jetzt? Das alle Buch fehlt. Ja, aber ich habe ja das alle Buch noch nicht gefunden oder den alle Text. Weißt, der töte sie alle und alle fehlt. Credit eos novit enim dominus suitus aionus. Das aius fehlt. Wenn der Satz überhaupt so in Latein funktioniert.
Obwohl, Satzbar war ziemlich ähnlich, glaube ich. Na, wegen mir die anderen schönen Nacht. Sorry, dass ihr nicht gesehen habt. Wir gerade etwas. Muss ich doch nochmal in die Kirche? Sehe ich das Buch? Weil alle fehlt ja. Ich hole immer so mal in die Kirche. Credit Eos, Novit Enim, Dominus, Quoice und Eos. Aber nicht was er höchstens Enim. Der Herr wird die Seine erkennen, töte sie alle. Ich gehe nochmal in die Kirche, weil ich kriege da den Hinweis, den ich brauche, um das Rätsel zu lösen. Die Kirche. Habe ich ja schon, which means kill them all. Geh nochmal runter. Ah, das ist jetzt das, was gefehlt hat, dass ich es nochmal anschaue. Töte sie, der Herr wird seine. Töte sie, der Herr wird die Seine erkennen. Oh, okay. Es war falsch rum. Okay. War doch wichtig, dass ich da rein habe. Einfach nur den richtigen Reihenfolge, weil ich habe nicht Reihenfolge. Okay. Töte sie. Der Herr. Wird die Seine erkennen. Jetzt. Wow, hier ist ja eine Mechanik. Ein Schädel. Ich weiß ja nicht, ob das so christlich ist. Okay, hinein. Konzentrieren. Wo ist hier die Milch rein? Ist fast genauso gut wie Wasser. Oder was hineingießen? Erde? Will er den Whisky haben? Kann ich den da rein tun? Guck mal, da ist er da drin. Ich will die nehmen. Das ist praktisch.
In die Schale füllen. Das ist praktisch, dass sie das gleich direkt dran haben. War das ein Level Up? Für irgendwas? Irgendwas habe ich gut gemacht. Oh! Richter ist gleich mit dabei. Mit einem schwebenden Kronleuchter. Nice. Der Richter scheint diesem selben angehörigen Großvater ihrer gebundenen Kraft sein. Ah, also was sich Richter denkt. Kann es sein, dass seine Augenbrauen immer buschiger werden, oder kommt mir das nur so vor? Oh nein, damit habe ich nicht gerechnet. So hat er eine Kuckuckmütze an. Nein. Who the hell are you? You know who I am. You will all be prosecuted for this. Ich kann verstehen, dass er davor Angst hat. Help. Aber damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich weiß gar nicht, da steht ein Monster hinter mir oder so. Alles sind in seinem Club mit Spielplatz einfach gekackt. Ey, schon fies, er hat ihn halt nicht nur gelünscht, sondern erstmal richtig Angst gemacht. Boah. Aber ich meine, ist denn todlich blutig gewesen? In die Sache. Also schön dran getackert. Well, if we weren't going to hell before, we sure as hell now. This is not going to stay hidden for long, Lucius. I'm not sure how all of this is going to go down after we get these seals open. As I see it, we are fulfilling the prophecy. And by fulfilling the prophecy, we are going to open something. I guess some sort of portal to hell? To let him in? Or for us to go there? Yes. Was? Also das Portal wird geöffnet. Soll ich runter oder eher hoch? Wahrscheinlich eher hoch. Es ist eigentlich immer eher hoch. Yes. Drei von sieben haben wir. Aber fast die Hälfte. So wait. Yes to go there? Or yes to let them hear? Ja, haben wir auch gefragt. Der Typ ist so nutzlos momentan. Er hilft uns jetzt wohl kein Meter weiter. Nein, er kann bei ihm wohnen. Das ist auch schon mal irgendwas. Kapitel abgeschlossen. Nee, nächstes Kapitel. Was ist das nächste Zeichen? I need a drink. Noch ein, ja. Grüßchen. So I'm guessing you have this pretty much figured out. I wish you could just let me in on this a bit more. Wir waren ja bis jetzt immer sehr gesprächig, was das angeht. So I guess this next one needs to be a murderer. I don't think there's anyone like that here. There really haven't been any homicides in the area in a long time. Besides all the deaths at your home, of course. Was soll ich sagen?
Aber er hat jemanden umgebracht. Das sah für mich nicht nach Unfall aus, mal ganz ehrlich. Ja, gespannt. Ein bisschen mehr Hintergrund. Ah ne, da ist die Mutti drin. Seine Ehefrau. Ist jetzt beinahe irgendjemand überfahren, weichen aus deswegen. Okay, jetzt schon ein ganz anderes Bild, weil vorher sah es aus, als wäre er einfach reingefahren. Ist er das, der da draußen steht? Oder jemand anders? Wir hätten uns ja unseren vierten Reiter. We may need to go look further for this. Unless you have any ideas. Robert hat eine Idee. So, okay, was haben wir jetzt für Infos in unserem Tagebuch? Wollen wir gehen schlafen? Tod über dem Kuckucksnest. Okay. Oh Junge, dein Auge wird immer schiefer.